Hallo Ja, Sonja. hallo Sandro. Schön ist das zustande gekommen. Ja, freut mich auch sehr. Ich habe ja deine Videos entdeckt über den Ingolf, den du ja auch interviewt Ja, hast in einem Video und habe mir genau. das dann mal angeschaut, was da die Sonja macht und fand es sehr gut und Danke. bin richtig happy, dass wir jetzt miteinander über Eltern-Kind-Entfremdung, Parental Alienation Syndrome, Syndrom. PAS, EKE und Beziehung. was es da alles an Begriffen gibt, reden können. Dankeschön. Ja, ich danke dir. Wirklich, ich habe natürlich auch so ein bisschen gestöbert und auf deiner Seite Freifam finde ich auch ganz gut, was du machst, weil du einfach einen anderen Approach hast. Ja, wie viele Menschen habe ich im Vorgespräch so ein bisschen schon angetönt, dass es geht darum, also mir geht es sowieso darum, den Menschen auch irgendwelche Lösungswege aufzuzeigen. Und zwar nicht unbedingt mit den Ämtern oder so, weil das kann ich nicht. Oder das ist nicht der Weg, den ich für mich wähle. Aber halt, ja, wie ich damit umgehen kann. Ja, weil, wie wir vorhin gesagt haben, man geht durch die Hölle. Ja. Und das finde ich halt spannend, dass PAS aus einer oder aus einer spirituellen Sicht anzuschauen, wenn jetzt auch viele Leute vielleicht sagen werden, ja, spirituell und so. Aber für mich ist schlussendlich eh alles spirituell, also ja, von Ich dem her glaube, gesehen. das wäre gut, wenn wir das noch ein bisschen herausarbeiten, was denn spirituell für dich bedeutet, weil ich selber habe auch eine spirituelle Ebene, ja, aber was heißt das, ja? Ich glaube, Ja. sehr viele Leute, die sich cool finden, würden sagen, sie sind spirituell. Und es gibt ja diesen Ram Dass, der dann sagt, okay, wenn du denkst, du bist spirituell, dann Dann. verbring mal ein paar Wochen zu Weihnachten mit deiner Familie, dann merkst du, wie spirituell du Genau. bist. Ja, Ja, das ist ja. dann die Realität. Ja, genau. Ich habe ja vor kurzem, ich glaube gestern war es, ein Posting von dir auf der Freifam Facebook-Seite geteilt. Ja. Und darin sagst du, dass PAS, Eltern-Kind-Entfremdung, eine Chance ist, um zu sich selbst zu finden. Und das fand ich sehr gut. Ja. Und genau darüber würde ich gerne mit dir reden. Du sagst ja auch Ja. in deinen Videos immer wieder, dass du dich eigentlich nicht als PAS-Opfer bezeichnen willst. Nein. Das würde mich interessieren. Warum nicht, ja? Und wieso Ja. kann man an PAS denn wachsen und sich selbst finden? Ja. Also für mich ist es generell eigentlich so, dass wir Seelen sind, die hierher gekommen sind, um Erfahrungen zu machen, um Erkenntnisse zu gewinnen, um zu lernen. Ja, sage ich auch nicht so gern. Erkennen. Es geht ganz simpel ums Erkennen. Ja, also es geht eigentlich immer darum, um die Essenz von irgendetwas, von Situationen, die wir manifestieren. Also wir manifestieren uns das ja, weil wir irgendwo etwas erkennen dürfen da drin und die Essenz dann eben für uns rausziehen und das verstehen. Darum bin ich oder bezeichne ich auch die Menschen nicht gerne als Opfer oder Täter, weil es das für mich eigentlich einfach nicht gibt. Also ich bin wirklich so ein Mensch, der glaubt, wir kommen auf die Welt, wir suchen uns alles aus, weil wir wissen, dass wir in diesem Leben dies und das eigentlich erkennen möchten. Und schlussendlich geht es ja aber immer darum, dass wir in diese Liebe kommen und diese Liebe leben. Und auf die Welt bringen auch mit uns. Und natürlich sind wir in einem dreidimensionalen Leben. Wir haben diesen Körper bekommen, was eigentlich das größte Geschenk ist für dieses Leben. Und wir können mit diesem Körper hier auf der Erde uns bewegen und die Dinge erleben, die Dinge fühlen, die Dinge spüren. Und ja, das ist so. Das ist so das, wo ich eigentlich sage, ich bin kein Opfer, weil ich mir das ja irgendwo wahrscheinlich ausgesucht habe, weil ich hier etwas zu erkennen habe. Und darum
kann ich mich eigentlich auch nicht als Opfer sehen. Und darum sage ich auch, es ist eine mega Chance, zu dir selbst zu finden, herauszufinden, wer du bist, woran du wirklich glaubst, was dir wirklich wichtig ist, was wir haben alle oder die meisten Menschen haben sehr hohe Werte und leben sie aber oftmals nicht wirklich. Also und da zwingt uns halt das PAS schon auch dazu, immer wieder hinzuschauen und zu sagen, wie gehe ich jetzt damit um? Ja, und diese Wahl haben wir immer. Ja, also es zwingt uns niemand, dies oder das zu tun. Diese Wahl haben wir und diese Macht und da dürfen wir wählen. Ja. Und es geht auch beim PAS, Entschuldigung, für mich wirklich drum, sich selbst zu erkennen in diesem ganzen Schlamassel. Das kann ich mir vorstellen, jemand, der jetzt seit einem halben Jahr getrennt ist, in diesem ganzen Stress drinsteckt. Ja. Die Ex-Frau oder der Ex-Mann will einem die Kinder nicht geben. Ja. Man weiß nicht, wo man schlafen soll. Man kann sich nicht auf die Arbeit konzentrieren. Die Leute schalten doch jetzt ab. Ja, an dem Punkt, wo du jetzt gesagt hast, ja, da kannst du dich selber kennen. Ja. Und du lächelst hier freundlich vor dich hin. Hast dieses tolle Bild im Hintergrund mit diesen schönen rötlichen, warmen Farben. Ja. Ja. Da sagen die doch, was erzählt mir diese ESO-Tante und irgendwas von Spiritualität? Genau. Die hat doch gar keine Ahnung, wie schlimm dieses Leben ist. Ja. Und also lassen wir diese Person jetzt hier abschalten, ja, und machen weiter für die anderen. Aber was gibt es da überhaupt noch? Also bist du da völlig weltfremd oder... Hast du da, also, anders gefragt, wie bist du dazu gekommen, zu dieser Ansicht? Ich lebe das PAS selber seit 25 Jahren etwa. Ja, ich habe 2 Kinder und inzwischen auch 3 Enkelkinder. Und ich bin am PAS fast zerbrochen. Also die meine Geschichte kennen, die wissen auch, dass ich eine Drogenvergangenheit habe und dann geheiratet habe, weil ich eigentlich mich vor mir selbst schützen oder retten wollte sozusagen. Und das PAS bei mir hat eigentlich schon begonnen, bevor ich überhaupt geschieden war. Nur habe ich das damals auch nicht wahrgenommen und da hat auch noch keiner wirklich darüber so gesprochen. Das war relativ am Anfang. Also die Menschen wussten da noch nicht so darüber Bescheid. Und das hat über viele, viele, viele Jahre hinweg gedauert. Und ich bin wirklich fast zerbrochen dran. Also mein Job hat gelitten, ich habe gelitten, meine Beziehungen haben gelitten, mein ganzes Leben hat gelitten. Ich habe dann zwar keine Drogen mehr genommen, bin dann aber so in Richtung Alkohol gegangen. Ja, ich habe sehr viel Alkohol dann getrunken. Ich habe mich die ganze Zeit mit diesen dunklen Energien, ich nenne es jetzt einfach mal so, es ist egal, wie du es nennst, aber wenn du immer, also wenn du zulässt, dass das PAS dein ganzes Leben in Beschlag nimmt, dann hast du ein echtes Problem. Dann verlierst du dich. Ja, und ich weiß, wie schwer das ist. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ich bin Skorpion. Ich bin so eine Kämpfernatur. Ja, so. Und ich wäre damals so froh gewesen, es hätte mich irgendjemand geschüttelt, gerüttelt und gesagt, hey, so schaffst du das nicht wirklich gut. Das ist ja jetzt ein interessanter Punkt, weil du hast, das finde ich toll, dass du so offen darüber redest, dass du eine Drogenvergangenheit hast und dann auch im Alkohol, was ja dann auch eine Sucht ist, und Alkohol ist ja im Grunde die beste Droge, um Ängste zu unterdrücken. Ja, Alkohol funktioniert wunderbar gegen Angst. Ja. Ich selber hatte nie irgendwie eine Abhängigkeitserfahrung. Ja, ich war nie von irgendwas abhängig. Aber ich kann, einfach von dem her, wie unsere Psyche arbeitet, ja, also es gibt ja immer irgendwelche Abhängigkeiten. Zum Beispiel eine Zeit lang, ich glaube, da gab es noch andere, fand ich immer jeden Apple-Event total interessant. Entschuldigung, ich kann das Handy noch ausmachen.
Also eine Zeit lang fand ich jeden Apple-Event super interessant, ja, und wollte das neueste Apple-Notebook und dann iPod Touch und was weiß ich was. Das ist ja auch eine Sucht, ja, weil du kannst dich da auf was freuen und du kannst es auch Leidenschaft nennen, ja. Wo ist die Grenze? Ja. Also es gibt ja da diesen Russell Brand, der ein tolles Buch geschrieben hat über seine Sucht. Ja, der war ja sexsüchtig und so weiter. Und er sagt, jeder ist irgendwie süchtig in irgendeinem Bereich. Ja. 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 Und du hast jetzt gesagt, du hättest dir gewünscht, dass jemand dir da raushilft oder dir da sagt, wie du rauskommst. Ja. Aber ist nicht der entscheidende Punkt der, wo man, ja, die Engländer sagen Rock Bottom, wo ich komplett unten angekommen bin, auf dem steinharten Beton meiner Existenz lieg und eigentlich dann nur noch hochkommen kann. Ja, also dann muss ich mich eigentlich hochraten. Also ist der Turning Point nicht der, wo ich dann für mich selber sage, so, jetzt nehme ich selber in Angriff. Ja, klar, wenn du niemand hast, also ich hatte ja auch niemand, der mir da irgendwie durchgeholfen hätte, weil Familie, Freunde, die sind da auch genauso hilflos eigentlich wie wir und die können das auch nicht wirklich verstehen und das darf man ihnen, glaube ich, auch nicht übel nehmen, weil das versteht wirklich nur jemand, der das selber erlebt hat. Und na klar, also entweder es gibt für mich so die zwei, so wie ich halt jetzt, die dann ja genau irgendwann zu unterst, wenn diese Abwärtsspirale wirklich, die schlägt dann irgendwo auf und dann ist einfach fertig. Und wo du auch selber merkst, hey, wenn ich jetzt weitermache, dann geht mein Leben echt im Bach runter, ja. Also dann werde ich psychisch so krank oder körperlich oder eben Verfall in irgendwelche Süchte. Also ich kann mein Leben dann nicht mehr, überhaupt nicht mehr steuern. Dann geht es wirklich nur noch bergab. Dann wirfst du es sozusagen weg. Und klar, dann entweder rappelst du dich dann auf mit irgendetwas, was halt für jeden dann wahrscheinlich individuell ist, oder du versinkst. Ja, also ich habe jetzt auch viele Menschen getroffen, die sind psychisch so schwer angeschlagen, dass sie auch körperlich schon wirklich sehr schwer angeschlagen sind. Die können nicht mehr arbeiten, die sind in Frührente, die sind, ja. Aber das ist, also ich sage einfach heute, es muss nicht so sein. Ja. Natürlich, wenn das jemand möchte, dann. Ja. Ich selber hatte auch und habe noch nach wie vor Menschen, die mir geholfen haben, ja, über Jahre, die mir Techniken vermittelt haben, wie ich mit diesem Schmerz, mit diesem Leid, mit diesem Druck, den du hast, ja, wenn du durch die Hölle gehst, dass man dir die Kinder vorenthält, ob es jetzt nur die Ex-Partnerin oder der Ex-Partner ist oder dann noch wie in meinem Fall noch das Jugendamt dazu und das Gericht dazu und alle prügeln quasi nur noch auf dich ein. Wie gehst du damit um, ja, ohne dass du einen Hass hast auf diese Menschen, ohne dass du das, was du negativen Energien hast, in dir selber festsetzen lässt und ohne diese Menschen, die mir da geholfen haben, wüsste ich nicht, wo ich bin. Also ja, einerseits hatte ich auch so einen Moment, wo ich sprichwörtlich auf dem Boden lag und dann sozusagen wieder erwacht bin, ja. Und dann gesagt habe, okay, egal wie du es machst, ja, ich habe mich gefühlt wie jemand, dem beide Beine amputiert wurden und beide Arme oder abgeschlagen, ja, wie bei den Rittern der Kokosnuss, ja. Und ich nur noch mit meinem Rumpf so nach vorne gekrochen so bin und jede Minute irgendwie das Leben gemeistert habe und mich dann nach einer Woche gefragt habe, wie hast du das jetzt eigentlich das hinbekommen? Und nach zwei Wochen habe ich gemerkt, ja, und jetzt hast du das auch noch hinbekommen. Und so habe ich von Minute zu Minute, dann von Stunde zu Stunde gelebt. Und ja, es gab auf der einen Seite für mich diesen Punkt, wo ich selber auf den Beton aufgeschlagen bin und dann aber auch zu der Zeit vorher schon
immer Menschen, die da waren, um mir da zu helfen. Mhm. Und deshalb finde ich das auch toll, was du machst. Und ja, also ich will nicht der sein, der hier das Gespräch führt, sondern ja, nee, nee. Ja, wir sind also, so beide da drin. Ja, also, ich stelle gerade die ganze Zeit Fragen, also leg los, stell du auch Fragen. Ja. Ja, nee, ich habe ja eben, also wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt nicht so ein Interview machen, ja, ich habe das erlebt und du hast das erlebt. Aber ich habe gesehen auf jeden Fall, du machst auch Yoga. Das klingt jetzt wieder so ESO-mäßig, aber ist ja wurscht. Also ich denke, das ist sicher, oder für mich war das Yoga auf jeden Fall etwas, was der Anfang meiner Heilung war. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, also ich habe einen Coach, den habe ich so als Live-Business-Coach mir ins Leben geholt, vor 3-4 Jahren. Ja. Mit dem habe ich jetzt ein Video gemacht, das auch veröffentlicht wird auf seinem Kanal. Mhm. Ich interviewe den quasi und er erzählt so das, was er mir auch beigebracht hat. Ist so interessant. Und so nach ein paar Monaten habe ich gemerkt, das ist kein normaler Coach. Ja. Weil der hat dann so komische Übungen mit mir gemacht. Ja. Also das läuft alles über Skype, der ist in den USA. Ja, ja. Und so nach einer Weile habe ich gemerkt, der bringt mir Meditieren bei, alles klar. Aha, aha. Das habe ich selber schon mit 17, 18 habe ich da Bücher dazu gelesen, mich dafür interessiert und so. Ja. Aber plötzlich hatte ich jemand, der halt, ja, er kommt ursprünglich aus Indien, ist da auch aus, das ist dieselbe Schule oder wie soll man sagen, in der auch Gandhi war. Also das hat er mir dann auch irgendwann erzählt, so nach ein paar Jahren. Und das hat dann immer mehr Sinn gemacht, was er da mir beigebracht hat. Und das Yoga, ja, das ist im Grunde körperliche Betätigung plus Meditation. Aber die reine Meditation, also dieses Dasitzen und versuchen, nichts zu denken, das ist wirklich extrem heilsam, weil du merkst, dass die Energie aus dir herauskommt. Ja? Ja. Also dieses spirituelle, du bist das Licht oder so, ja, hört sich wunderbar an. Ja? Wenn du mal wirklich da sitzt, meditierst, gelernt hast, wie man meditiert und das erlebst, das ist der Unterschied. Und du heilst mit jeder Sekunde, die du meditierst, du kriegst Kraft. Und Herbert Grönemeyer hat ja, der meditiert ja auch, der deutsche Sänger, und hat in einem Interview mal erzählt, dass es wohl wissenschaftliche Untersuchungen gab, dass nach, ich weiß nicht wie viel Wochen Meditation, dann die Amygdala, also das Angstzentrum, sozusagen das Reptiliengehirn bei den Menschen, dass das da, man kann da in den Gehirnscans sehen, dass das zurückgeht, ja, und ich glaube nach 2-3 Monate ist das um ein Drittel vermindert. Schrumpft oder so, ja. Genau, also es hat wissenschaftlich erwiesen, hat es einen Effekt. Und eine kleine Anekdote, Amygdala, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, irgendein Psychotherapeut oder so hat gesagt, ich habe es in einem Artikel gelesen, dass es ganz schlecht ist, wenn man dann in Trennungssituationen irgendwann quasi nur noch mit der Amygdala denkt, weil dann ist man im Reptiliengehirn und Reptilien fressen ja ihre eigenen Eier und Kinder auf. Partner und so, ja, genau. Ja. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ja, das Meditieren zum Beispiel ist so eine Technik, die unwahrscheinlich viel Kraft gibt, mir geholfen hat, die Balance zu halten und nicht durchzudrehen, nicht abzusinken, sondern immer das Bewusstsein zu behalten, wer bin ich? Und das Wunderbare für mich, also wenn ich da noch ein bisschen länger das Meditieren vermarkten darf, das Wunderbare ist, du sitzt dann da und versuchst halt nichts zu denken über dein Mantra, wie auch immer das lautet. Und das ist wichtig, ja. Also der Sam Harris, glaube ich, hat mal gesagt, für viele Leute ist Meditieren Denken mit geschlossenen Augen, ja. Und der Trick ist ja, dass du halt merkst, wie du immer abweichst und dass du immer wieder zurück auf dein Mantra kommst. Genau. Und es ausschaltest.
Und wenn du dann mal einen Moment der Stille hast, dann kommen von irgendwoher Lösungen. Mhm. Dann hast du plötzlich eine Idee. Mhm. Ja? Ich sitze dann da, meditiere und dann kommt, du könntest es ans Gericht schreiben. Ja? Genau. Ja. Dann kommen Ideen, an die vorher niemand gedacht hat oder du nicht gedacht hast. Und das kann man kann das eigentlich, wenn man es beschreibt, glaubt es einem keiner, man muss es einfach erleben. Ja, absolut. Ja, und du hast was ganz Wichtiges gesagt, eben beim PAS finde ich es extrem wichtig, dass man irgendwo in diesem Gleichgewicht bleiben kann. Eben sonst driftet das ganze Leben, es gleitet uns einfach zu den Händen raus und wir sind nur noch am Abwehren und am uns Verteidigen, am Herumrennen ohne und dann haben wir eben auch diese Klarheit nicht mehr, ja. Also ich habe in einem Video, glaube ich, auch gesagt, weißt du, wenn du dann noch schlecht beraten wirst und so weiter, du kannst so schnell so viel verlieren, wenn du selber dann auch nicht, also wenn du dich nur auf andere abstützt, weil du selber einfach so in dem Strudel gefangen bist, dass du gar nicht mehr klar denken kannst. Und das ist eben wirklich so beim PAS, weil es so emotional ist und einem ja schier das Herz zur Brust herausreißt. Und ich denke auch, also Meditation, ja, einfach solche Techniken, die helfen einem sehr, weil es verändert unsere Energie. Und wie du sagst, es kommen plötzlich Ideen von, ja, egal von wo, sie kommen einfach und helfen uns irgendwie. Und es verändert unsere Energie und es verändert die Art und Weise, wie wir mit uns umgehen, wie wir mit anderen umgehen. Und es verändert sogar die Energie rund um uns herum. Also es ist wirklich etwas, was sehr wohltuend ist, würde ich jetzt mal sagen, oder sehr benefic. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Gut. Vorteilhaft. Gut. Ja, genau. Gut für alles, ja. Genau. Okay. Ja, absolut. Ja, und es ist absolut. Ja, weil wir Spiritualität auch diesen Begriff, also das habe ich von meinem Coach gelernt, dass zum Beispiel so, wenn du dich verbeugst, ja, das ist im Grunde eine verhaltenstherapeutische Maßnahme, weil wenn du die Hände zusammenlegst und dich verbeugst, kannst du nicht angreifen. Ja, du bist in der Körperhaltung, das heißt, du lernst automatisch über den Körper Demut und wir wissen ja heute aus der Psychologie, dass du kannst dich freuen und dann lachst du oder du lachst und dass es einen Grund gibt und dann werden im Gehirn die gleichen Areale aktiviert. Ja? Genau. Also es läuft auch andersrum. Das heißt, dieses Self-Engineering, dieses Trainieren des Gehirns über deinen Körper oder Trainieren des Körpers über das Gehirn, es geht in beide Richtungen. Ja, das denke ich auch. Also, und wir sind wirklich so viel größer. Ich weiß, das tönt total kitschig, aber viele eben esoterische oder spirituelle Menschen sagen das. Aber was die Menschen nicht verstehen, es sind diese kleinen Dinge, die aber einen riesen Unterschied in deinem Leben machen können. Ja, und wenn ich mich verbeuge, ich bin ja auch Yoga-Lehrer, und wenn ich mich verbeuge, sage ich zu meinen Leuten immer, ich verbeuge mich vor mir selbst. Du verbeugst dich vor dir selbst, ja. Und das eben in diese Demut kommen, ja. Also also Dankbarkeit, Demut und Mitgefühl ist die Währung vom Universum, ja. Also damit kannst du alles kaufen, sozusagen, was das Universum zu bieten hat, ja. Aber es ist ein Weg. Ja, es ist ein Weg und für mich war dieser Weg unglaublich heilsam und unglaublich schön auch, also und hat Tore geöffnet in meinem Leben, die ich mir nie erträumt hätte, hat mein Leben eigentlich total verändert, wobei ich auch immer, also ich
ich lebe auch in dieser dreidimensionalen Realität und in diesem Körper. Ja, ich bin auch nicht, ich mache auch immer noch viele Erfahrungen, wo ich manchmal sage, na gut, also das hätte ich mir jetzt sparen können und so. Aber dann denke ich wieder, okay, was muss ich da erkennen? Was ist die Essenz aus dieser Situation? Ja. Und ja, das Leben bringt dir ja auch solche Dinge immer wieder auf den Teppich, ja. Also so lange, bis du es halt irgendwie veränderst. Ja. Mhm. Und darum denke ich auch, beim PAS ist es einfach wichtig, dass man nicht ständig nur in diesen dunklen Energien ist oder da auch dunkle Energie reingibt. Wenn ich selber wütend bin und frustriert bin und in meiner Ohnmacht und in meiner Hilflosigkeit und in meiner ganzen Verzweiflung, das sind alles dunkle Energien, die uns dann steuern. Und wenn ich das noch reingib und das kommt wirklich von meinem Herzen heraus, und dann hast du einfach gute Chancen, dass sich das noch vergrößert, ja. Also dann gibt es noch mehr Bullshit, der da kommt, ja. Und das ist so ein bisschen mein Credo halt, ja. Also das ist das, was ich erlebt habe. Das ist jetzt ein Punkt, wo wir vielleicht nicht der gleichen Meinung sind, weil also für mich gibt es keine negativen Gefühle. Also ja. Keine dunklen und keine hellen, weil wenn du wütend bist, ja, ist es ja ein Hinweis darauf, dass da Liebe verschüttet ist. Mhm. Also wenn du dir ein Kind anschaust, das in der Trotzphase ist und das ist wütend und ja, will etwas machen, das du als Elternteil nicht willst, dass es das macht. Ja. Jetzt ist die Frage, wie gehst du damit um? Wenn du jetzt autoritär bist und sagst, nein, wir machen das so und hör jetzt auf, hier zu weinen oder sonst was, funktioniert es? Was passiert dann? Unterdrückt dann das Kind seine Wut und seine Eigenständigkeit, ja, seine Entwicklung zu einer selbstbestimmten Persönlichkeit? Ja. Und so gesehen ist ja die Frage, ob denn, ja, wenn wir so im Sinne von transgenerationaler Weitergabe von Traumata denken, ja, ist denn dann die Eltern-Kind-Entfremdung einfach nur ein Symptom von unterdrückter Wut bei den Eltern oder bei einem Elternteil, weil wenn ein Elternteil nicht gelernt hat, dass Wut nicht nur etwas Zerstörerisches oder Gefährliches ist, weil mich dann meine Eltern nicht mehr lieben, sondern etwas Kreatives, weil ich stelle mich hin, ich sage, nein, mache ich nicht. Und dann sagt jemand, doch, machst du. Und dann merkst du, ich bin wütend und sagst, nein, das ist meins und ich mache es so, wie ich es machen will. Ja? Ja. Ich erlebe das bei meiner ältesten Tochter, die sagt jetzt immer öfter, Papa, raus aus meinem Zimmer. Ja, dann sage ich, oh, okay. Ja. Vor 5 Jahren hätte ich das nie gesagt. Ja, ja. Das wäre ihr nicht in den Sinn gekommen. Aber sie will sich abgrenzen. Sie kommt in die Pubertät, sie will eine eigenständige Person sein und sie will sich abgrenzen von mir. Ja. Und das ist das Wichtige, dass man, da gibt es die Maria Sanchez, das ist eine Psychotherapeutin, die jetzt auch auf YouTube, die auch ein Buch geschrieben hat, die finde ich ganz toll, die sagt, geh in dieses Gefühl rein, guck da rein, was ist denn dieser Wut und überleg mal, warum du eigentlich denkst, du solltest nicht in die Wut rein. Ja? Mhm. Also die, jetzt muss ich weit ausholen. Aber im Grunde ist ja alles, wenn du nicht in der Balance bist, ist ja alles einfach nur gespiegelt. Ja? Wenn du sagst, nee, in die Wut gehe ich nicht rein. Moment, dann gibt es immer eine andere Seite, dass du dich fragen musst, wer sagt mir eigentlich, dass ich nicht in die Wut gehen soll? Ah, das waren meine Eltern. Die haben gesagt, sei nicht wütend, sondern sei mach, was wir wütend wollen. Und ich denke, das sind genau die Mechanismen, die da drunter liegen unter der Eltern-Kind-Entfremdung, dass wir nicht gelernt haben, mit unseren Gefühlen umzugehen, die zu akzeptieren. Ja. Zum Beispiel für mich ist immer ganz wichtig in der Erziehung meiner Kinder, dass die ihre Gefühle einfach erstmal haben dürfen. Mhm. Wenn die wütend auf mich sind, auf mich einschlagen, ja, das habe ich auch schon erlebt, dass sie so wütend sind, dass sie auf mich eintrommeln, dann sage ich nicht, hey, du bist ein schlechter Mensch, du hast mich nicht lieb, geh in dein Zimmer, verschwinde und wenn du das nochmal machst, dann dies und jenes, sondern ich sage dann,
Moment mal, warum bist du wütend? Ich merke, du bist total wütend auf mich. Habe ich irgendwas nicht verstanden? Sag mal. Mhm. Was dann passiert ist, dass dann halt ein Kind, ja, im Alter 5, 6, ist es im Trotz und sagt dann, nein, ich gehe weg, ich rede nicht mit dir. Ja. Dann gehen die ins Zimmer, schlagen die Türe zu und so. Ja. Und dann habe ich immer gesagt, du, ich bin da. Ja, wenn du reden willst, mache ich das, ruf mich oder komm. Ja. Ich komme nachher nochmal vorbei, frag nochmal. Ja. Dann komme ich nach 5 Minuten, klopf an, nein, geh weg. Okay, ich komme nachher nochmal. Ja. Und dann so nach 10 Minuten, dann ja, komm rein. Dann und dann geht's dann. Ja. Genau, dann kann das Kind nämlich verbalisieren. Ja. Was es will. Und das ist Teil, das ist das Problem von unterdrückter Wut, dass wir nicht lernen, oder überhaupt unterdrückte Gefühle, nicht lernen, in Worten auszudrücken, was wir wollen, was uns stört. Ja? Ich will, dass meine Kinder mich kritisieren. Ich brauche das als Fallback. Ich brauche jemand, der knallhart sagt, du warst da echt ein Arschloch. Ja? Das kannst du nicht machen mit mir. Und ich so, Moment, warum? Ja, so und so, dies und jenes und sei, okay, hast recht, war falsch von mir. Das brauche ich, das will ich mit jedem Menschen. Und ich glaube, wenn man das eben nicht hat, ja, in meiner Erziehung hatte ich es nicht, meine Ex-Partnerin glaube ich auch nicht, ja. Und wenn du dann Gefühle nicht verbalisieren kannst, bestimmte Muster nicht durchschaust, kommst du da in diese Krise rein. Ja. Da denke ich, hast du absolut recht. Also es geht ganz sicher irgendwo um Achtsamkeit, die wir eben nicht lernen, weil die meisten von uns irgendwie in der Gesellschaft halt aufwachsen und ja, mit irgendwelchen Mustern und negativen Glaubenssätzen und was weiß ich alles, was es da so gibt, rauskommen oder reinkommen und das dann eben natürlich auch umsetzen. Idealerweise wäre es so, wie du sagst, also ich bin total wütend und ich setze mich aber erstmal hin und sage, wieso bin ich eigentlich, woher kommt diese Wut und was macht diese Wut mit mir und so. Aber das lernst du zum Beispiel in einem Coaching. Genau. Aber ein ganz gewöhnlicher Mensch, der sich noch nie mit sowas befasst hat, der ist dann einfach wütend, oder? Und der weiß dann eben auch nicht, wie man mit solchen Gefühlen eventuell umgehen könnte oder woher sie kommen könnten oder wie sich das dann... Und dann äußert sich's halt dann oftmals eben unschön. Ja, sage ich jetzt mal. Und das ist das, was, also mit fast allen Menschen, wo ich bisher gesprochen habe, da ist irgendwo auch eine Geschichte bei dem Ex-Partner dabei von, jetzt vielleicht nicht Kindesmissbrauch, aber schon eine schwierige Kindheit oder Dinge halt, wo du einfach merkst, diese Menschen sind vielleicht psychisch irgendwie angeschlagen und haben das nie angeschaut. Ja? Und die leben halt jetzt einfach und produzieren dieses PAS eben durch ihre ganzen Gefühle, ihre Verletzungen, die sie selber vielleicht nie angeschaut haben. Und ja, also darum sage ich immer, hey, heile dich und du heilst ein Stück der ganzen Welt, weil es ist, du hast auch noch was ganz Wichtiges gesagt. Ich habe gerade letztens einen Artikel gelesen über diese Vergewaltigungen in der Nachkriegszeit und dass diese eben vererbt werden, ja. Und ich meine, das weiß man in der Wissenschaft schon lange, dass Gene und Zellen und das alles, die vererben solche Traumata natürlich auch weiter. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir den Weg der Heilung, sage ich jetzt auch wieder mal, ich weiß, es klingt total eh so, aber dass wir diesen Weg der Heilung gehen. Ja, um diese Muster zu durchbrechen. Sonst, das reproduziert sich, ich weiß es nicht, wie lange, aber vielleicht lange. Und das sehe ich auch irgendwo so ein bisschen als unsere Pflicht an.
Ja, wenn wir das schon erkannt haben, dass wir da nicht uns diesem Strudel hingeben und uns da aufsaugen lassen, sondern dass wir sagen, hey, stopp mal. Also eben genau eigentlich das, was du gesagt hast. Hinsetzen und sagen, was mache ich jetzt damit? Woher kommt das? Was ist das? Ja. Und dann einen anderen Weg gehen. Ja. Ja, das finde ich sehr wichtig, was du gesagt hast, eben diese Kriegsenkel-Generation. Ja. Es gab ja auch von Mitscherlich dieses Buch, Die vaterlose Gesellschaft. Und du siehst auch in dem, wie, ich kann nicht für die Schweiz reden, wo du ja bist, sondern halt, weil ich in Deutschland immer gelebt habe und dann eben Jugendämter, Familiengerichte erlebt habe, da ist noch dieses Denken da, dass Väter sich aufzuopfern haben für die Gesellschaft und für die Mutter und die Kinder. Ja. Mhm. Also die Väter haben quasi keine eigene Würde, keinen eigenen Lebenssinn, sondern sie sind für andere da. Ja. Und die Mutter ist sozusagen diejenige, die das Leben spendet. Ja, das ist diejenige, wo die Kinder sein sollen und so weiter. Mhm. Und dieses Denken ist natürlich noch älter als der Zweite Weltkrieg es war. Ja. Aber man kann da eben sehr gut festmachen, dass eben Männer hatten zu sterben fürs Vaterland. Mhm. Die hatten zu arbeiten als Vater für zu Hause. Aber sie hatten keine Vaterliebe zu haben. Mhm. Und im Grunde leben wir in Deutschland in einer pathologischen Gesellschaft, was diese Familiendynamiken angeht. Das ist so, in der Umfrage vom Allensbach-Institut haben wir, glaube ich, 70% der Deutschen gesagt, sie finden, Kinder sollten nach der Trennung bei beiden Eltern sein. Aber das ist nicht die Machtelite des Landes. Ja? Mhm. Also Leute, die in Jugendämtern arbeiten, Richter sind, Politiker und so weiter, Machtmenschen haben fast zwangsläufig eine Persönlichkeitsstruktur, die nach Macht strebt, also nach Kontrolle und nach Einfluss. Und das heißt nicht nach Ausgleich. Also wir haben leider viel zu viele, sage ich jetzt mal so, pathologische, also psychisch kranke Richter, Jugendamtsmitarbeiter, die alle noch in diesem Denken drin sind, dass man Eltern so aufteilt, dass der Vater sich zu opfern hat und die Mutter die Aufzucht macht. Also die Mutter wird ja auch idealisiert und das ist ja alles, wenn du ein Elternteil idealisierst, nämlich die Mutter, und den anderen diskriminierst, also den Vater, Vater ist entbehrlich, Mutter ist die Wichtigste, dann hast du eine narzisstische Dynamik. Ja. Weil das Kind, also der Urschmerz der vaterlosen Gesellschaft ist ja, warum ist Papa nicht da? Mhm. Warum liebt er mich nicht? Ja, ist er deshalb nicht da? Ja. Nein, Kind, der Vater muss einfach nur in der Gesellschaft, wie es ist, arbeiten. Ne? Macht nichts, der Schmerz ist da, das Kind hat den Vater zu entbehren. Dann ist das Kind abhängig von der Mutter und keiner schützt das Kind vor der Mutter. Ja? Und die Mutter hat ja den Vater nicht, weil der Vater weg ist, also der Partner ist ständig weg. Dann klammert die sich an die Kinder und betreibt dann diesen narzisstischen Missbrauch, weil sie sich selber innerlich leer fühlt. Ja. Und PAS, Eltern-Kind-Entfremdung, ist nichts anderes als narzisstischer Missbrauch. Mhm. Es wird der Narzissmus oder die narzisstische Persönlichkeitsstörung, genauer gesagt, des einen Elternteils auf das Kind übertragen. Mhm. Also man sagt dann vor dem Kind, dein Vater ist blöd, oder deine Mutter ist blöd. Und dann muss das Kind sich entscheiden. Und wenn es dann halt noch vom Staat, von Richtern, Jugendämtern dazu gezwungen wird, beim einen Elternteil zu leben, wie es bei uns zum Beispiel der Fall ist, dann ist es dem Elternteil hoffnungslos ausgeliefert und der narzisstische Missbrauch kann ganz einfach funktionieren. Und dann findet eine Gehirnwäsche statt und dann haben wir die nächste Generation von Jugendamtsmitarbeiterinnen, Richtern, Politikern, die sagen, was wollen die mit dem Wechselmodell? Die Kinder gehören doch zur Mutter. Ja. Und erkennen nicht, dass die Gleichberechtigung des Wechselmodells die Heilung ist. Ja. Das Grundgesetz, also es wurde vor 25 Jahren erst reingeschrieben, aber das Grundgesetz hat ja
allgemeine Werte, die für uns alle gelten, nach dem Kantschen Imperativ. Du sollst immer nach den Maßstäben handeln, wo du willst, dass auch andere danach handeln. Ja? Ja. Oder was du willst, ja, dass man den Spruch kennt ja jeder. Ja, genau. Und also das heißt, das Grundgesetz ist im Grunde bedingungslose Liebe. Wir halten uns an diese transzendentalen Werte. Da sind wir auch beim Thema Universum, das du vorhin angesprochen hast. Ja. Das sind für mich die transzendentalen Werte. Und erst wenn wir in der Gesellschaft und im Staat verstehen, dass wir die Gleichberechtigung wollen nach Trennung der Eltern, dann können wir diese Pathologie auflösen und sagen, beide Eltern sind gleichberechtigt. Beide Eltern sind eine Bereicherung für die Kinder. Wir können nicht die Eltern aufwiegen, weil der Vater ist anders als die Mutter. Und das Anderssein ist das, was wir wollen. Und was wir heute haben, ja, dass Kinder hauptsächlich noch zur Mutter gehen, das ist wie eine Diktatur. Da gibt es einen Elternteil, der bestimmt und fertig ist. Es hat nichts mit Demokratie zu tun. Ja. Das heißt, diese Residenzmodell, diese Anti-Gleichberechtigungshaltung, diese Anti-Wechselmodellhaltung, die widerspricht völlig den Werten unserer Gesellschaft im Nukleus unserer Gesellschaft, nämlich der Familie und zerstört im Grunde das Erlebnis von Demokratie für Kinder, deren Eltern sich getrennt haben. Ja, und es geht noch viel weiter. Also diese Kinder, die leiden ja auch sehr darunter. Ja, also da muss ich wirklich ganz klar sagen, PAS ist für mich Kindesmissbrauch, wirklich. Mhm. Denn es ist so ein großer psychischer Missbrauch, dass, also manchmal auch körperlich, ja, also wenn Schläge noch und einsperren, meine Kinder wurden geschlagen, eingesperrt, wenn sie nicht genau das gemacht haben, was die anderen eben dann wollten. Und es geht weiter für diese Kinder, ja. Also wenn da jemand denkt, dass es dann aufhört, weil sie 20 werden, dann kannst du das vergessen. Also es gibt, ich weiß nicht, es gibt ja keine genauen Zahlen darüber, denke ich mal. Aber ich denke, die Dunkelziffer ist da enorm, weil heute spricht man, glaube ich, von 21% von Kindern, die dann wirklich so große psychische Schäden haben, dass sie eben diese auch mit ins Erwachsenenleben nehmen. Und eben, die reproduzieren das ja dann auch wieder. Also es ist so wie ein Rad, das nie aufhört zu drehen dann, wenn man da nicht irgendwie mal so einen richtig fetten Stock da reinmacht und sagt, stopp, ja, es geht so nicht weiter. Und die Kinder sind wirklich sehr, die werden da psychisch sehr, sehr geschädigt, ja. Und das finde ich halt auch, ja, das finde ich halt einfach wirklich schlimm. Und natürlich der Elternteil, der entfremdet wird, der einfach weggeworfen wird. Und wie du sagst, das ist in unserer Gesellschaft heute, auch in der Schweiz, wir haben ja, glaube ich, letztens drüber abgestimmt, ob die Väter Vaterschaftsurlaub kriegen sollen. Vergiss es. Also kannst du einem Schweizer sagen, ja, wozu braucht ein Vater Vaterschaftsurlaub? Ja, also das kapieren die nicht. Das, und da merkst du halt ganz genau, wie groß das dieses Problem, dieses Thema in der Gesellschaft ist, ja. Dass man immer noch denkt, ah, so, ja, okay, Mutter zu Hause da kochen, waschen, putzen, Kinder aufziehen und Vater ist der Ernährer und der Erzeuger. Und das ist ein echtes Problem, ja. Also wir Menschen sind da zum eben dieser Austausch, diese Liebe, diese Energie, diese Dualität, die ja Mann und Frau halt einfach auch mitgeben und das ist in der Natur und das brauchen die Kinder auf jeden Fall. Und wir brauchen das auch. Ja. Also. Ich denke, Vaterliebe ist etwas sehr Subversives in unserer westlichen Gesellschaft, weil wenn du deine Kinder liebst und du sie lieben willst und mit ihnen Zeit verbringen willst, dann ist der Job nicht mehr so wichtig. Dann ist
Dann überlegst du dir 10-mal, ob du nach Afghanistan gehen willst, um Deutschland am Hindukusch zu verteidigen. Ja, da ja, sagst du, womöglich. Ich bringe mein Kind lieber in den Kindergarten. Genau. Ja. Also, ja, genau. Ja. Du bist nicht mehr so manipulierbar durch den Staat. Ja. Und traditionell in unserer Gesellschaft sind ja Männer diejenigen, die unabhängiger sind. Also ich bringe jetzt mal das typische Rollenmodell. Ich sage nicht, dass es das ist, was ich will. Ja? Mhm. Ich sage nur, das ist das, wo wir herkommen. Als Mann warst du halt eher in der Gesellschaft draußen. Ja. Du hast gewusst, wie du da agierst. Hast es dann deinen Kindern beigebracht. Die Mutter war eher zu Hause in ihrem nahen sozialen Gefüge drin. Mhm. Das heißt, die Männer waren traditionell diejenigen, die die Wahrheit sprechen konnten. Ja, weil sie halt unabhängiger waren. Die Frauen mussten sehr aufpassen, was sie sagen, ja, damit sie nicht irgendwie Probleme bekommen. Ja. Sokrates war keine Frau, sondern ein Mann. Und er musste den Giftbecher trinken, weil er für die absolute Wahrheit steht. Mhm. Das Interessante ist, Jesus ist ein Mann und er steht für die absolute Liebe und Vergebung. Ja? Mhm. Das ist vielleicht ein interessanter Paradigmenwechsel. Ja. Aber wie musst du eine Gesellschaft formen, damit du die Menschen, die eher dazu tendieren, die Wahrheit zu sagen und zu kritisieren und die sich nicht so einfügen, ja? Wie musst du die Gesellschaft strukturieren? Und da muss man sagen, naja, dann guck doch, dass die Mütter vom Staat unterstützt werden, weil die Mütter haben Angst, dass ihren Kindern was passiert. Die werden nicht so mutig sein wie die Väter, die da unabhängiger sind. Also helfen wir denen ja mit alleinerziehenden Bonus und so weiter. Und dann werden die schon sich so verhalten, wie wir es wollen als Politiker. Ja, ja. Und die Väter, die unterdrücken wir. Also ich male jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild. Ja. Ich bin kein Borderliner, das sind jetzt hier so die Extrempositionen, da gibt es dazwischen alles mögliche. Aber wenn du mal dieses Gedankenexperiment machst, ja, ja, dann muss man doch sagen, Moment, das hat mit Demokratie nichts zu tun sein. Denn Demokratie sind Vater und Mutter gleichberechtigt. Die Kinder können von jedem Elternteil was lernen und dann lernen sie halt von dem her, wo wir traditionell herkommen, was es heißt, integer zu sein, die Wahrheit zu sprechen, Kritik zu üben, auch wenn man sich damit Feinde macht. Ja. Und man lernt auch dann von der Mutter, was es heißt, sozial integriert zu sein, darauf zu achten, wie man etwas formuliert, wann ist der richtige Zeitpunkt und so weiter. Das ist jetzt sehr schematisch, aber innerhalb dieses Spektrums bewegen wir uns ja alle. Ja? Und ich als Mann kann auch von meiner Frau was lernen und die Frau von mir und so weiter. Ja, klar. Und wenn halt eine Beziehung zerbricht, funktioniert genau dieses nicht mehr. Mhm. Und dann ist die Eltern-Kind-Entfremdung im Grunde das Gegenteil von dem Wachstum, wo wir eigentlich hätten lernen müssen. Mhm. Und der Elternteil, der dann entfremdet, der sagt im Grunde, nein, ich will die Tyrannei, ich will die Kontrolle haben, ich bin der Diktator und ich lasse keine Demokratie zu. Hier herrscht keine Freiheit, keiner kann sich entwickeln und kann leben. Ja. Und genau dieses Modell wird in Deutschland unterstützt. Wir wissen auch, die USA sind ganz schlimm, ja, was Väterdiskriminierung angeht, aber auch Mütter. Also ich habe den Eindruck, dass die Mütter diskriminiert werden, zumindest in Deutschland, die das Wechselmodell wollen, die Gleichberechtigung wollen. Ja? Die kriegen sie dann nicht und dann werden die Kinder den Vätern gegeben. Ja, das kann ich kann das so nicht beurteilen. Eben, ich habe mich auch nicht wirklich damit befasst, wie das dann ausschaut, eben wenn die Menschen in dieses Wechselmodell wollen. Ich weiß, in der Schweiz wird das immer oder oftmals vorgeschlagen, wenn es irgendwie geht, dass die Eltern beide das Sorgerecht haben und eben die Kinder irgendwie 1-2 Wochen bei dem Elternteil sind und dann 1-2 Wochen, je nachdem, beim anderen. Was ich eigentlich generell gut finde und auch richtig finde. Und was mir jetzt einfach die ganze Zeit, wo du gesprochen hast, es geht um Achtsamkeit bei mir, bei uns. Und es fängt bei jedem selbst an. Ja? Also es geht darum, ja,
wie achtsam bin ich wirklich mit mir selber und wie gehe ich mit anderen Menschen um, ja? Und was eben auch, was kriege ich in der Kinderstube überhaupt mit? Was kriege ich von der Gesellschaft mit? Wie geht es mir in der Schule? All diese Dinge, es ist ein riesen Ball von Themen, die halt da, ja, die da dazugehören eigentlich, ja. Also wenn man so in Lösungsansätzen denken möchte. Also es braucht ganz bestimmt einen Paradigmenwechsel, wo die kritische Masse versteht, was es heißt, wenn man Kinder, also Eltern entfremdet und die Kinder keinen Zugang mehr zu einem Elternteil haben. Was mit den Kindern passiert und was mit dem entfremdeten Elternteil passiert. Und das, da gibt es auch Studien drüber. Ich glaube, die einen sagen, ja, die kritische Masse ist nur 1,5% der Bevölkerung und die anderen sagen 5% oder so. Ich hoffe jetzt mal, es ist nur 1,5%. Dann haben wir eine gute Chance, dass wir vielleicht bis in 2, 3, 4, 5 Jahren mit solchen Themen eben wirklich auch ein Resultat oder ein Umdenken oder ein Erkennen, weil was mir auch immer wieder auffällt, ich kenne viele Leute, die kennen jemanden, der entweder entfremdet selber oder entfremdet wird. Und es gibt ja auch immer mehr Trennungen und so. Und darum denke ich, das PAS wird immer mehr. Ja, also. Und ich denke auch, das PAS wird immer mehr, weil die Menschen immer weiter von sich selbst weg sind. Ja, weil, das hast du auch gesagt, ich denke, man kann nicht so handeln. Man kann nicht einem Ex-Partner, den man wirklich geliebt hat, und unseren eigenen Kindern so viel Schmerz zufügen, wenn du selbst nicht ganz, 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 ganz weit von dir selbst entfernt bist, ja. Das ist nicht möglich. Ja, also das die ist, sind, ja, denke ich ist, mal. Es kommt ja am 12. Februar dieser Film, weil du ja, mir gehörst, ja. In der ARD, ja. Den muss man unbedingt anschauen, da wird es ja gezeigt, wie eine Mutter Eltern-Kind-Entfremdung betreibt. Ja. Genau. Und ich kenne es aus eigener Erfahrung, ja, und unsere Kinder auch. Ja. Ich denke, die Gesellschaft muss erkennen, dass es eine psychische Krankheit ist, wenn man dem alten Elternteil die Kinder vorenthält. Und sie muss auch erkennen, dass Richter und Jugendämter bzw. die Mitarbeiter psychisch krank sind, wenn sie dagegen sind. Mhm. So wie in unserem Fall sagen, ja, die Kinder werden geschädigt, weil der Vater mit den Kindern über das Wechselmodell redet. Ja, eben. Das ist so ein Humbug. Und also in dem Sinne sind diese Leute, die das bei uns entschieden haben, psychisch krank, weil sie eben, du hast Werte angesprochen, sie nicht nach den Werten unserer Gesellschaft handeln, nämlich dass Kinder zur Gleichberechtigung und in Gleichberechtigung erzogen werden müssen. Und das muss die Gesellschaft erkennen. So wie sie heute weiß, wir dürfen uns nicht mehr duellieren, so muss sie wissen, wir müssen den Kindern beide Eltern garantieren. Sonst, jeder, der das nicht garantiert, ist psychisch krank, weil es für die Kinder schlecht ist. Das ist so wichtig, dass es die Gesellschaft erkennt. Erkennt, ja, absolut, absolut. Ich bin mir sicher, wie gesagt, dass es vielleicht noch 2, 3, 4 Jahre geht oder so, aber ich denke, wir sind echt auf dem Weg dahin, ja. Weil es kommen viele Themen, also sieht man ja zum Beispiel Mobbing in der Schule. Ja, das Thema Mobbing in der Schule, wo man vor 10 Jahren hat eigentlich noch keiner wirklich drüber gesprochen, ja. Oder da war das noch nicht so. Und jetzt kommt das auch, das wird immer größer jetzt. Und man kann es nicht mehr ignorieren, ja. Also, und ich denke, das ist wirklich der Weg, einfach darüber zu sprechen und den Leuten zu sagen, hey, bitte schau da mal hin. Findest du das normal? Ist das als Mensch, verhalten wir uns als Menschen korrekt, wenn wir sowas tun?
ist das in deinem Sinne? Ist das im Sinne der Gesellschaft? Ist das im Sinne, ja, vom Ganzen schlussendlich, ja? Ich denke aber, wir kommen dahin. Ich bin da ja überzeugt davon. Ich denke es auch. Ich will jetzt keine Prognose darüber abgeben, in wie vielen Jahren. Ja, ich auch nicht. Also. Für mich ist einfach relevant, ich mache das ja alles, damit meine Kinder nicht dasselbe durchmachen müssen. Durchmachen, ne? Genau. Das ist für mich die Perspektive. Und jede Minute weniger, die meine Kinder oder ein anderes Kind in Deutschland oder sonst wo im deutschsprachigen Raum drunter leidet, dass wir im Grunde eine PAS-Gesellschaft haben, in den Machteliten. Ja. Das ist gut. Was ich in deinen Videos, da bin ich mir nicht sicher, ob wir da einer Meinung sind oder nicht. Ich habe dich so verstanden, also jetzt auf den Punkt hin, ja, wie kann man Änderungen in der Gesellschaft herbeiführen? Und ich habe dich so verstanden, dass du sagst, du kommst aus dem PAS, aus diesem Entfremdungssyndrom oder diesem narzisstischen Missbrauch von dir und deinen Kindern raus, wenn du loslässt, ja, wenn du es aufgibst. Du darfst da keine Energie reingeben. Nein, also ich denke, es ist ein Weg, den man gehen muss. Das heißt, es gibt effektiv, nein, ich sage eigentlich, du musst deine Kämpfe wählen. Ja, weil sonst eben man wird von allen Seiten angegriffen und so. Und es ist ganz wichtig, dass man einfach nicht sein Gleichgewicht verliert. Das ist eigentlich das, was ich sage. Man muss selbstverständlich, wenn man einen wichtigen Gerichtstermin hat, wo es Entscheidungen gibt oder so, da musst du natürlich hingehen. Ja, klar. Also ich sage nicht, man soll nicht, man soll es einfach schleifen lassen. Aber das Wichtige ist, dass man bei sich bleibt und nicht vergisst, dass man auch ein Leben hat und dass wenn man ja eben in diesen, wenn man sich dem Strudel einfach so hingibt, ohne wirklich, wie soll ich sagen, ja, auch mit beiden Beinen ganz, ganz fest verankert zu sein, ja, dann reißt es dich einfach mit und dann hast du einfach die blöde Chance, dass du dein Leben da, dass das nicht in richtige Bahn kommt oder so, oder dass halt sehr viel kaputt geht und sehr viel verloren geht. Aber nein, PAS ist eine Kriegserklärung an uns, also an den entfremdeten Elternteil selbstverständlich. Und ich sage auch immer, du bist im Krieg. Du bist im Krieg. Du musst strategisch denken, du musst Bescheid wissen, du musst dich informieren, du musst ganz viele Dinge tun, ja. Aber das andere musst du auch tun, ja, auf dich schauen, auf dich Acht geben, eben diese Achtsamkeit mit dir selber praktizieren, ja. Das finde ich wichtig einfach, ja. Okay, gut, dann sind wir auf der gleichen Seite oder haben das gleiche Verständnis. Es gibt ja diese... Die Samurai zum Beispiel, ja, die als denkt, hier Google, es müsste mit mir reden. Handy redet mit mir. Also die Ethik der Samurai ist ja die hassen ja die Menschen nicht, die sie töten, sondern sie haben ja quasi den Auftrag, ja, so James Bond-artig. Die Idee ist halt, zum Beispiel, ich habe jetzt vor kurzem angefangen, die Namen zu nennen von den Leuten, die verantwortlich sind für unseren Fall. Ja, wie den Richter. Und jetzt habe ich da eine Jugendamtsmitarbeiterin bei Namen genannt. Vorher habe ich immer gesagt, ich sage die Namen nicht, ja, weil ich möchte den Menschen die Möglichkeit geben, sich zu ändern. Ja. Aber ich habe gemerkt, es passiert nichts. Nichts. Und ich habe gemerkt, okay, du musst die persönlich verantwortlich machen für das, was sie tun. Und du musst sie in die Öffentlichkeit bringen, weil im Verborgenen, im Gerichtssaal, in den Jugendämtern, wenn da nichts rausgeht, nicht mit den Namen, dann ist es denen egal. Dann hören die nicht auf. Ja. Und die Öffentlichkeit ist das Einzige, was eine Änderung bringt. Ich habe es in einem anderen Video vor kurzem gesagt,
am Anfang steht das Wort, steht schon in der Bibel. Ja? Mhm. Und das ist die Macht der Öffentlichkeit. Deshalb ist Demokratie so wichtig. Deshalb ist auch das Recht so wichtig, Menschen von Behörden und Gerichten öffentlich kritisieren zu dürfen und nach ihren Namen nennen zu dürfen. Ja, klar. Solange du beweisen kannst, was die tun, solange du nachweisen kannst, dass die lügen, ja, dass nicht stimmt, dann mach's. Dann kritisiere sie. Und zu der Überzeugung bin ich gekommen, weil ich den Fall der Dina Birnat beobachtet habe seit längerem und wobei die Kinder weggenommen wurden vor 3,5 Jahren und die hat sie jetzt wieder. Und die hat jetzt im Fernsehen in einem Interview gesagt, das Einzige, was ihr blieb, war die Macht der Öffentlichkeit. Mhm. Und da habe ich mir nach langer reiflicher Überlegung gesagt, und ich mache das jetzt auch. Ja. Und warum mache ich es? Weil wir halt, wie du sagst, wir sind hier in dieser 3D-Welt. Ja? Wir haben auf der einen Seite eine Seele oder ein Bewusstsein und wie auch immer, das ja uns Menschen verbindet. Im Endeffekt haben wir ja alle die gleichen Bedürfnisse, Themen und so weiter. Ja. Also jemand aus Indien, merkst du, der will auch einfach nur mit seinen Kindern friedlich leben. Was will der andere? Sondern will er sein Hobby und so weiter. Ja. Genau. Inder sind nicht andere Menschen, nur weil sie Inder sind. Ja. Die haben die gleichen Grundbedürfnisse und die wollen auch lieben und fröhlich und glücklich sein und nicht sterben und so weiter. Ja. Also die ganzen Menschenrechte. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es dann diesen Krieg. Das hast du richtig gesagt, es ist ein Krieg. Ja. Der deutsche Staat führt Krieg gegen unsere Kinder und mich. Mhm. Und ich sage jetzt, Leute, wir gehen raus in die Öffentlichkeit und ich nenne euch und ihr seid verantwortlich. Und ich nehme kein Blatt vor den Mund, sondern am Anfang ist das Wort und damit verändere ich alles. Ja. Das kann immer noch heißen, dass sie mich völlig fertig machen. Ja? Das kann heißen, dass ich eine Unterlassungsaufforderung nach der anderen kriege, dass die Staatsanwaltschaft oder sonst was macht und die da zusammenarbeiten. Hat es alles schon gegeben. Nicht nur vor 45, sondern jetzt auch. Es wurden Väter und Mütter psychiatrisiert, der Fall Mollat und so weiter. Okay, aber was wäre denn die Alternative, dass ich, weil ich Angst habe, nicht die Wahrheit ausspreche? Oder zumindest das, was ich für die Wahrheit halte. Und damit ein anderes ihre Wahrheit einbringen können. Und wir zusammen darum ringen, um was geht es denn hier, was sind unsere Werte? Ich kann nicht aufgeben, ich kann nicht ruhig sein und ich ziehe das konsequent durch, weil ich komme nackt auf die Welt. Ich habe nichts, wenn ich auf die Welt komme und ich habe nichts, wenn ich von dieser Welt gehe. Und alles zwischendrin ist ein Plus. Ja? Ich kann im Grunde nichts verlieren. Man kann mir keine Angst mehr machen. Ja. Und deshalb spreche ich die Wahrheit, benenne diese Menschen. Ja. Und das ist für mich jetzt nochmal so ein Wachstum gewesen in diesem PAS, wie auch immer. Und deshalb habe ich auch dein Posting geteilt, ja, weil ich bin durch die Hölle gegangen. Ja. Ich gehe immer noch durch die Hölle. Ja. Das ist analog. Ich sehe zwar ein bisschen aus wie Jesus, ja, zumindest auf den mittelalterlichen Bildern und so, ja. Ich bin nicht Jesus, ja, aber wenn ich jetzt so dieses Bild nehme von Jesus, der durch die Wüste geht und dann, oder Moses, ja, der dann mit den Israeliten durch die Wüste geht und dann der brennende Dornbusch und dann sind es diese göttlichen Gebote, du würdest das Universum nennen, ja, aber es ist nichts anderes als die Fähigkeit von uns Menschen zu reflektieren. Ja. Und wenn du meditierst, reflektierst du über dich. Daher kommen diese Ideen und dann ist es wie ein Wunder von irgendwoher, ja, aus dem Universum oder von Gott, irgendwas spricht zu dir. Nein, das ist unsere Fähigkeit zu reflektieren. Und die Israeliten, die sind einfach sehr lange als Gruppe durch die Wüste gelaufen, ja, und haben halt reflektiert, wie können wir uns als Gruppe besser organisieren. Dann kamen die 10 Gebote heraus. Damals hat man das halt göttlich genannt, weil man kein psychologisches Erklärungsmuster hatte für diese Fähigkeit der Menschen. Ja. Ja. Und das ist genau das, was ich mache. Ja. Ich gehe durch die Wüste, ich gehe durch die Hölle und dann bist du sehr viel alleine.
Und Hannah Arendt hat gesagt, nur wenn du alleine sein kannst, kannst du auch ein Gewissen ausbilden. Mhm. Und du fällst zurück auf dich selbst. Ja. Du merkst, ich könnte genauso böse sein wie dieser Richter. Ich könnte genauso böse sein wie diese Jugendamtsmitarbeiterin. Mhm. Ich könnte genauso böse sein wie meine Ex-Frau. Was mache ich? Mhm. Und dann fällst du zurück auf dich, erkennst diese allgemeinen Werte, ja, wie Moses mit dem brennenden Dornbusch die 10 Gebote. Die kommen von irgendwoher zu dir. Ja. Sie waren eigentlich schon immer da irgendwie. Ja. Man kann das schlecht erklären. Und dann sagst du, was mache ich jetzt in diesem Krieg? Und was du machst, ist, dass du wie ein Samurai, du liebst alle diese Menschen, du hasst sie nicht, aber du bist quasi wie ihr Lehrer. Du spielst mit in diesem Spiel und du machst, da gibt es ja diesen Wolfgang Betz, wie er heißt, der nennt es Arschengel. Du bist ihr Arschengel. Ja, die hassen sie dich. Sie sind dein Arschengel. Sie sind deiner und du bist den ihre. Ja? Die Frage ist, wie bewusst bist du dir darüber? Ja, Genau, das ist es. Das ist es. Und du hast was ganz Wichtiges gesagt, also was ich auch für mich immer wieder sage. Also ich will nicht meinen letzten Atemzug nehmen in diesem Körper und mir sagen, also Mann, war ich doof, blöd, arschlochmäßig unterwegs. Das auf keinen Fall. Ja, auch wenn ich jetzt nicht sage oder glaube daran, dass es ein jüngstes Gericht gibt oder dass ich mich da rechtfertigen muss, wenn ich den Körper verlasse. Aber also das ist für mich ganz wichtig, dass ich stolz sein kann auf mich, dass ich menschlich bin und auch mich so verhalte. Ja, also es geht um Menschlichkeit, ja, wie auch die 10 Gebote, da geht es um nichts anderes als um Achtsamkeit, um Menschlichkeit, um Brüderlichkeit, um hey, ich bin eine korrekte Person und ich behandle dich auch so, ja, und ja, darum geht es. Ja, die Alternative ist ja Nihilismus. Da gibt es ja diesen Film Joker, das ist im Grunde eine Studie, wie du zu einem Nihilisten wirst. Mhm. Weil du kommst an den Punkt, wo du entscheiden kannst, entweder bringe ich mich um oder ich bringe die anderen um. Ja. Oder ich trete ein für Werte, die uns allen helfen, dass es uns besser geht. Ja, genau. Und an dem Scheideweg entscheidest du dich. Ja. Und man kann es ja auch so sehen, wenn du sowieso an dem Punkt bist, wo du dich am liebsten umbringen würdest oder wo dein Leben keinen Sinn mehr macht oder wo du sagst, niemand mag mich mehr oder wie auch immer, ja, wo du an diesem Nullpunkt bist, dann kannst du auch sagen, okay, wenn ich sowieso nicht wichtig bin, kann ich auch was machen für andere? Mein Leben einsetzen, ja, wie es jetzt der Veit macht, ja, der den Hungerstreik macht. Ja. Ich denke, genau das ist seine Motivation. Ja, gut, Leute, wenn ihr mich so diskriminiert und so fertig macht, dass ich sowieso wertlos bin für euch, dann kann ich mein Leben auch hingeben, ja, für andere. Ja. Das denke ich auch. Und das ist auch ein spirituelles Konzept, das du sehr gut kennst, höchstwahrscheinlich. Und darum habe ich auch gesagt, für mich ist alles spirituell. Denn was willst du? Also all diese Dinge sind eigentlich ja spirituell. Und es spielt aber keine Rolle. Aber umsetzen, also verstehen muss man das, dass wenn man sich eben so verhält, dann kommt dieses Echo womöglich. Oder wenn man sich so verhält. Und was zwar beim PAS natürlich so nicht ganz stimmt, weil wir können ein sehr guter Partner sein, gewesen sein und trotzdem entfremdet werden. Ja, also das hat nichts damit zu tun, dass du kein guter Partner warst oder was weiß ich, sondern das ist der andere, der halt mit sich selber kämpft und das auf dich an dir auslebt sozusagen oder überträgt oder eben spiegelt. Aber ja, also es geht ganz bestimmt darum, dass du wählst, wie du damit umgehst, wie dein Leben sein soll, ob du dich davon komplett konsumieren lässt und halt auch sehr viel aufgibst,
wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Und wie achtsam, wie viel Mitgefühl du hast dir selbst gegenüber, dem Leben gegenüber, den anderen gegenüber, ja. Also das sind so die, für mich so die Hauptpfeiler, sage ich jetzt mal, ja. Ja, meine älteste Tochter, die ist ja im Mai 2019 von der Mutter zu mir geflohen. Ja. Da war sie 11,5. Ja. Und im Grunde hat sie da eine Entscheidung getroffen, die ja natürlich nicht komplett klar war. Ja? Mhm. Aber sie hat es so ausgedrückt, sie hatte Angst, ihren Papa nie wieder sehen zu können. Und sie ist zu mir, weil sie wusste, ich lasse immer zur Mutter, so oft sie will. Wenn sie möchte, genau. Realität ist, die Mutter will sie nicht so oft, wie sie will. Ja? Das ist auch wieder Teil dieser Entfremdungsstrategie. Genau. Weil die älteste Tochter war so mutig, ist zu mir. Mhm. Jetzt könnten die anderen drei natürlich von diesem Mut irgendwas abbekommen. Ja? Ja, also genau. Muss man die sozusagen, die Kontaminierung verhindern, da isolieren und so weiter. Ja. Aber was ich sagen will ist, meine älteste Tochter hat mit 11,5 schon eine Entscheidung getroffen, die ich erst mit 45, 44, 46 getroffen habe. Ja. Mhm. Mir ist sie vielleicht ein bisschen bewusster als ihr, aber weißt du, was sie alles erleben muss, wo sie überall ausgegrenzt wird oder wurde, was da alles im Hintergrund passiert an Mobbing und wie sie damit umgeht, ja, das ist bewundernswert. Sie ist dann da mal eine Zeit lang konsterniert, frustriert oder sonst was und dann im nächsten Moment tanzt sie, lacht, freut sich und redet mir auch drüber, versteht, was da mit ihr passiert. Ich sage kein schlechtes Wort über die Mutter. Ja. Sie sagt mir, was ihr nicht gefällt und so. Ich helfe da, dass sie sich auf sich selber fokussiert, dahin kommt, was sie will. Sie darf sich an mir reiben, sie darf an mir sozusagen ihre Persönlichkeit entwickeln, auch an Freunden, die wir hier haben. Sie hat sich hier einen neuen Freundeskreis oder einen zusätzlichen Freundeskreis aufgebaut. Und das ist echt bewundernswert, wie sie da mit 11,5 schon diese Kraft gehabt hat. Das ist es, ja. Weil es im Grunde ging es für sie darum, was ist die Wahrheit? Mhm. Was erzählt man mir bei der Mutter und was höre ich beim Vater? Ja. Und sie hat dann eine Zeit lang, hat sie quasi Tagebuch geführt, was die Eltern sagen und hat es dann abgeglichen mit der Realität. Ja, ja. Und dann hat sie gemerkt, wer das sagt, was wirklich stimmt und wer das nicht tut. Ja. Ja. Und mit 11,5 ist es schon extrem interessant und spannend, was sie da gemacht hat. Und also sie hat ein Bewusstsein schon mit 11,5, das erstaunlich ist. Ja, das ist es auf jeden Fall. Und auch die Entscheidung, die sie getroffen hat, die ist ziemlich radikal, ja, weil sie musste ja eigentlich damit rechnen, dass sie ja vielleicht dann die Mutter doch auch nicht mehr sieht. Also nicht, weil du sie nicht gehen lässt, sondern weil eben die Mutter dann sagt, du hast mich jetzt verlassen, du kannst jetzt gerade da bleiben, wo du bist. Ja, Chapeau. Ist eine große Persönlichkeit in dem Fall. Ja, das ist doch schön. Das gibt einem auch Mut, finde ich, irgendwie, wenn man das so sieht auch. Ja, und hört, natürlich. Ja, also mir selber, ja, Mut in dem Sinne, dass man sieht, Kinder können sich daraus befreien. Ja. Genau. Mir selber hat es jetzt nicht Mut gegeben in dem Sinne. Es hat mir noch nicht mal Bestätigung gegeben, dass mein Weg der richtige ist, weil der richtige ist. Weißt, wenn du so unwürdig behandelt wirst und dann für dich selber dann
die Integrität fasst und die Werte behältst oder entwickelst und so weiter, dann spielt es eigentlich gar keine Rolle mehr, wer da zu dir hält oder nicht und wer kommt und sonst was. Ja. Sondern das ergibt sich automatisch. Ich hatte ja auch eine Zeit, wo ich ziemlich alleine war, dann immer wieder Leute da waren, die einfach irgendwie plötzlich da waren und geholfen haben, gemacht haben. Ich habe denen geholfen, wie auch immer. Das war aber nie aus Kalkül, aus Absicht, sondern ich bin diesen Weg gegangen und es hat sich dann, das ist vielleicht was, wo dann unterbewusst vielleicht meine Tochter auch gemerkt hat, okay, der Papa hat da schon irgendwie vorgearbeitet, der hat da was verstanden, ja, und ich kann mich jetzt drauf verlassen. Ja, vielleicht sind das so die Dynamiken, die da unbewusst arbeiten. Das denke ich auf jeden Fall. Also das ist so ein bisschen das, also woran ich glaube zumindest, weil du strahlst natürlich ganz andere Energien aus, wie vielleicht ihre Mutter, sage ich jetzt mal, oder jemand anders, ist ja egal. Aber ja, auf jeden Fall. Also das, daran glaube ich ganz stark und darum bin ich auch so glücklich, wenn sich Menschen auf den Weg eben begeben, auf ihren eigenen persönlichen Weg. Beim PAS weißt du ja nie, ist es jetzt richtig, was ich tue? Ist es nicht? Also man weiß es schon, aber es ist wie unsere Wahrheit, ja. Und wir kriegen ja auch immer wieder Rückschläge. Du hast auf deiner Homepage jetzt weiß ich nicht mehr, wie du dem gesagt hast. Ja, so wie ein Ablauf von den Urteilen und was da so passiert ist. So eine Zeitleiste. Ja, genau. Mhm. Und da sieht man ja auch die Rückschläge, die du einsteckst da, ja. Also wo du ja eigentlich auch denkst, ja, aber das kann mir ja keiner jetzt verwehren, dass die Hälfte der Osterurlaub zu mir jetzt kommen. Und zack, zack, und zweimal hintereinander hast du da sozusagen, bist du da abgewiesen worden, ja. Und das ist so ein bisschen das, du weißt nie, was passiert. Also du weißt auch nie, ist es jetzt richtig? Ich kann mich bei mir erinnern, da kommen auch immer wieder ganz große Zweifel. Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Mache ich überhaupt das Richtige? Ist es überhaupt das, was ich tun soll? Und dann kommen vielleicht dann die Kinder noch, die sagen, hey, du bist so eine blöde Mama, du willst Papa ins Gefängnis bringen und dass du bist so, wir wollen dich gar nicht mehr sehen und so. Und dann stehst du so da und sagst, hä? Also, da finde ich schon wichtig, ja, dass man... Das fand ich auch in einem deiner Videos so toll, als du gesagt hast, sei vorbereitet auf diesen Moment, wo dein Kind zu dir sagt, ich will nicht zu dir, ich finde dich blöd. Ja. Und das zerreißt dich. Das zerreißt dich. Ja. Und das ist aber irgendwie ist es doch dann der gespiegelte Zustand von ich, also meine Älteste dort hat mal gesagt, wenn du dein Leben nicht lebst, dann weißt du auch nicht, wo es hinführt. Ja? Also du kannst es so sehen. Ja. Oder also es kann dir egal sein, was die anderen sagen, du machst es sowieso. Das hat dann halt Konsequenzen, aber so what? Ja, die Konsequenzen hat sowieso. Du musst einfach dranbleiben, du musst deinen Weg gehen. Und die Kehrmedaille davon ist, Mama, ich will nicht zu dir. Mhm. Ja, das ist quasi die negative Seite davon. Ja. Es ist nicht die freiheitliche Entscheidung, in seinen Weg zu gehen, sondern die fremdbestimmte Entscheidung die Mama abweisen zu müssen. Also nicht das Kind hat frei entschieden, ich will die Mama nicht sehen, sondern der Vater hat es dem Kind mit Gewalt aufoktroyiert, dass es sagen muss. Ja, ja. Und darum ist es aber so wichtig, dass du ganz bei dir bist. Und ich kann es wirklich nicht genug wiederholen. Beim PAS musst du ganz bei dir sein, in deiner Liebe auch. Du musst diese Liebe weiterhin spüren können für dich selber, für die anderen, für die Welt, für deine Kinder, für sogar für deinen Ex von mir aus, egal, aber du musst, wenn du das verlierst, eben dann kommst du in diesen Strudel, wo du eigentlich
solche Situationen eben nicht mehr handeln kannst, ja, und wo du dann denkst, ich habe auch letztens mit so jemandem gesprochen und man hat ihr richtig angemerkt, dass sie sehr, sehr frustriert und verletzt ist, weil ihr Sohn dann irgendwann gesagt hat, nee, ich will gar nicht mehr zu dir, ja, also und das ist ja ein Muster, was man verstehen muss. Und wenn du im PAS drin bist, eben genau das, was du vorhin gesagt hast, dann ist es nur, es ist ja nicht dem Kind seine freie Entscheidung. Und ja, also ganz bei sich sein und bleiben, das ist das A und O, um mit solchen Situationen gut umzugehen, um nicht zu innerlich zu vertrocknen, zu verdursten, zu verhungern, zu was weiß ich, ja, also, sondern bei sich zu bleiben und diese Liebe nicht verlieren. Ja, weil wenn du diese Liebe verlierst, dann hast du sehr viel verloren. Ja. Im Grunde heißt es ja, dass, dass wir ja auch mal Opfer von narzisstischem Missbrauch waren, dann in die PAS-Situation kam, wo wir wieder narzisstisch missbraucht wurden und unsere Kinder auch. Und dann ja lernen, nee, ich lasse mich nicht narzisstisch missbrauchen. Genau. Und bei mir ist es so, dass ich mittlerweile, wenn ich eine Idee habe, mache ich sie. Vorher habe ich immer überlegt, okay, wenn ich jetzt dieses ans Gericht schreibe, was passiert dann? Wird es die Änderung herbeiführen, die ich will? Wird es den Effekt haben? Dann habe ich es mit Leuten besprochen, 2, 3, 4, 5 Leuten. Jeder hat eine andere Meinung und so weiter. Und dann habe ich irgendwie was geschrieben, was dann da so zusammenkam. Heute habe ich die Idee, setze es um und dann kommt der richtige Moment. Ja? Also ich denke dann nicht, okay, das muss nächste Woche fertig sein, sondern dann ist es nach 4 Wochen fertig und ich denke, ja stimmt, jetzt muss es raus. Jetzt ist der richtige Moment. Ich überlege nicht mehr, welchen Effekt hat es. Ich überlege nicht mehr, wann muss ich es fertig haben, sondern ich mache einfach. Die Idee kommt und ich mache sie einfach. Mhm. Und das ist ja der natürliche Zustand. Da bist du dann frei von jeder Fremdbestimmung, von jedem narzisstischen Missbrauch. Folgst deiner Intuition und hörst deine innere Stimme. Genau. Ja, genau. Das gehört einfach zum Menschsein. Ja, und das sind genau diese Dinge, die wir jetzt wirklich so besprochen haben, die man nicht verlieren darf, wenn man im Strudel, wenn das PAS uns einem erfasst. Ja, ganz wichtig. Ja, und wir haben halt. In Deutschland gab es jetzt kürzlich eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, an der man sehr gut sehen kann, dass eins der obersten deutschen Gerichte Eltern die Intuition nehmen will. Ja, ja. Ja. Da ging es um einen Vater, der da geklagt hat und da wurde behauptet, er hätte die Kinder manipuliert, dass sie das Wechselmodell wollen, wie bei mir. Ja. Und wenn man den Fall kennt, ja, die Details, Gutachten, Videos, auf die sich der BGH bezieht, ist das alles völliger Quatsch. Ja. Im Grunde wird genau das Gegenteil bewiesen von dem, was der BGH macht. Mhm. Ein Leitsatz, den der BGH da gefasst hat in dem Beschluss, ist, dass wenn ein Elternteil die Kinder zum Wechselmodell manipuliert, dann kann das Wechselmodell nicht angeordnet werden. Und das ist eine nihilistische Aussage, weil unsere gesellschaftlichen Werte sagen, Kinder sollen zur Gleichberechtigung erzogen werden und in Gleichberechtigung erzogen werden. Das Bundesverfassungsgericht sagt, das Kindeswohl ist die Erziehung des Kindes nach dem Menschenbilde des Grundgesetzes. Und im Grundgesetz steht die Gleichberechtigung drin. Und man kann ja nicht einfach nur den Kindern in der Schule sagen, Eltern oder Mann und Frau sind gleichberechtigt. Ja? Das schließt ja Vater und Mutter mit ein. Ja. Und dann leben sie aber bei der Mutter und haben erlebt, sie dürfen nicht beim Vater leben, weil sie es wollen. Dann ist das eine Farce. Ja, natürlich. Und der BGH hat genau dieses entschieden. Der hat gesagt, der Vater hat einen Fehler, also im übertragenen Sinne haben die gesagt, der Vater hat einen Fehler gemacht, weil er die Kinder entsprechend der Werte unserer Gesellschaft erzogen hat. Also er wird für sein verfassungskonformes, für sein wertekonformes Verhalten bestraft. Bestraft, ja. Und das ist für uns völlig,
das außerhalb jeder Intuition, weil jeder sagt, Moment, Kinder brauchen Vater und Mutter. Mhm. Mhm. Und es steht doch in unserem Grundgesetz drin. Das heißt, der BGH ist ein nihilistisches Instrument, ja, so wie wir es hatten. Die BGH-Richter, die standen sozusagen an dem Punkt, wo sie sich entscheiden mussten, bringen wir alle um oder leben wir die Werte unserer Gesellschaft? Ja? Sind wir Nihilisten? Ja. Dann haben sie sich dafür entschieden, ne, das geht nicht. Also die Mutter muss einverstanden sein, ja, dass sie das Wechselmodell leben. Mhm. Und es ist außerhalb unseres Wertesystems. Mhm. Und es zeigt, wie krank dieses System in Deutschland ist, dass BGH-Richter so eine Entscheidung treffen und sich die Entscheidung außerhalb der grundgesetzlichen Werte treffen, uns unsere Intuition nehmen, den Eltern die Würde nehmen, einen Elternteil zum Besseren machen, den anderen zum Schlechten. Zum Schlechteren. Dann noch behaupten, die Kinder würden das Wechselmodell nicht wollen. Also die Kinder fremdbestimmen. Ja? Die Kinder sagen seit 6 Jahren, sie wollen bei beiden Eltern leben. Mhm. Zum Teil sogar, sie wollen noch eher beim Vater leben. Ja. Das kann man alles aus dem, was der Vater vorgelegt hat, herauslesen. Aber nein, man nimmt den Kindern die Intuition, indem das Gericht sagt, die Kinder seien vom Vater manipuliert worden, der sie aber unterstützt. Das heißt, der, der noch den Willen und die Intuition, die Liebe der Kinder unterstützt, wird noch diskriminiert und als schlechter Elternteil hingestellt. Ja. Das ist das Riesenproblem in Deutschland, dass die Richter im Familiengericht bis zum BGH hinauf völlig wertfrei entscheiden, außerhalb unseres Grundgesetzes, und keiner greift ein. Das ist schon also bedenklich. Ich bin da noch nicht, wie soll ich sagen, durch mit meinen Gedanken, die ich dazu habe. Ja, ich das erscheint mir so groß und so, soll ich sagen, eben, ich denke immer, ich weiß nicht, ich habe ja jetzt schon auch nicht nur von dir, also oder nicht unbedingt von dir, aber von vielen anderen auch schon viele Hintergründe so gehört, wieso das so sein soll und so. Und ich bin da einfach noch nicht so durch mit, oder ich bin da noch nicht auf den Punkt gekommen für mich, wo ich sagen kann, ja, die machen das deshalb. Also ich weiß auch nicht, ob es wichtig ist. Wichtig ist im Moment, ja, dass die Menschen einfach begreifen, was da abläuft und vor sich geht. Ja, und dass man das ändern kann natürlich. Sie spiegelt gerade meine älteste Tochter rein und will wahrscheinlich wissen, wann wir fertig sind. Weißt du, was wir da machen? Vielleicht noch ein paar. Wir müssen sowieso langsam aufhören. Ja, genau. Ich glaube, wir sind schon ziemlich lange dran. Genau, ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut, das war so spannend. Wir machen Mal weiter. Ja klar, das würde mich total freuen, das war sehr, sehr spannend. Und für alle, die jetzt noch da sind, also thumbs up, ihr seid wirklich tough und so. Genau, da sind ja sogar die geblieben, die jetzt für irgendwelche spirituellen Spinner gehen. Ja, genau. Genau. Nein, super. Ja, ich danke dir viel, viel mal, Sandro. Und wir bleiben in Kontakt und ich würde mich mega freuen, wenn wir wieder mal zusammen so sprechen oder wenn es bei dir was Neues gibt oder bei mir oder vielleicht kann man auch mal, du bist ja nicht so weit weg, du bist in Stuttgart, gell? Oder Region Stuttgart. In der Nähe von Ulm, also Ulm. Du bist okay. In Zürich, glaube ich. Ich bin in Zürich, genau. Ja. Okay, vielleicht kann man ja auch offline da mal was organisieren, irgendwo oder so. Da hat mich auch schon jemand angesprochen drauf. Why not? Also, sehr gerne. Ist alles möglich. Das wäre cool. Sehr gerne. Oder? Super. Prima. Ja. Auch von mir herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei dir. Das war super, mega. Und das, das macht mir wirklich auch Mut. Und was ich einfach noch sagen wollte für die Leute, die jetzt denken, wir haben da so Hokuspokus, so komisches Zeug geredet. Das soll jetzt auch nicht wertend klingen, aber also ich finde, wenn wir uns zwei anschauen, dann sieht man zwei Menschen, die wirklich in ihrer Kraft sind, die in ihrer die in ihrer Liebe noch sind, die im Leben stehen, die beide Füße auf dem Boden haben und so. Und ich habe viele, viele Leute getroffen, die sind am Boden zerstört.
wirklich zerstört. Also da ist das ganze Leben auch zerstört. Und was ich damit eben sagen will, ist, dass so ein Weg, so ein innerer Weg, ja, weil es geht hier um einen inneren Weg. Also wenn man den Mut hat, diesen auch zu beschreiten, dann wird ein gutes Resultat. Ja, das Beispiel dafür. Ja, man kann sich ja bei dir coachen lassen, wie man diesen Weg findet. Und bei mir kann man dann sehen, wie man die Fehler vermeidet. Ja, genau. Nein, auf jeden Fall, es lohnt sich, denke ich. Also, dass man auf wenigstens vielleicht mal darüber nachdenkt. Super. Genau. Also, cool. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag und alles, alles Liebe dir, Sandro. Danke, bis dir auch. Mal. Herzlichen Dank. Ciao. Danke dir. Tschüss.